Kurz nach 7:30 sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Industriegebiet gerufen worden, weil Anwohner eine riesige Rauchwolke entdeckt hatten. Der Grund? Es brannte eine Abfüllanlage für Flüssiggas. Und genau dieses Gas hat es auch extrem schwer gemacht, den Brand zu löschen, sagte mir Feuerwehrsprecher Michael Klare. Ich noch sehr viele Flaschen, die gelagert werden und die natürlich ein Gefährdungspotenzial darstellen, weil auch von dieser Seite her ein enormer Hitzeeintrag auf diese Flaschen hier eingewirkt hat und wir wirklich hier massiv kühlen mussten, damit die Ausbreitung des Brandes sich noch nicht weiter fortsetzt. Die Königsbrücker Straße musste vorübergehend gesperrt werden und die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Etwa 70 Feuerwehrleute waren vor Ort und haben dann mit einem sogenannten Schaumangriff versucht, das Feuer zu löschen. Wir haben Löschschaum eingesetzt, um dieser enormen Hitzeentwicklung einerseits entgegenzuwirken und andererseits auch, um den Sauerstoff, der für eine Verbrennung notwendig ist, vom Brandgut abzuschotten, dass also der Brand auch ein Stück weit erstickt wird. Und dieses Löschmittel Schaum hat darüber hinaus den Vorteil, dass es die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzt und dadurch das Löschwasser das Brandgut noch viel besser eindringen kann und sich eine schnellere und effektivere Lösch- und Kühlwirkung einstellt. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Es ist zum Glück auch niemand verletzt worden. Trotzdem dauern die Löscharbeiten noch an. Zur genauen Ursache des Feuers ist allerdings noch nichts bekannt.